Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns im AUE-Forum. Auch heute müssen wir die Veranstaltung leider Corona-bedingt als Livestream durchführen. Das hat den Nachteil, dass ich Ihnen kein Stehlunch und nichts zum Trinken offerieren kann. Aber es hat auch einen Vorteil, Sie können nämlich von daheim oder vom Büro oder wo auch immer dass Sie sind, können Sie von überall unserem Livestream und unserer interessanten Mittagsveranstaltung beiwohnen. Heute haben wir einen ganz besonderen Anlass. Wir befinden uns hier nämlich direkt auf der Baustelle. Auf der Baustelle vom Neubau AUE. Das sind die Räumlichkeiten, wo das Amt für Umwelt und Energie in wenigen Monaten einziehen darf und hier innen arbeiten. Und das Projekt ist natürlich von Anfang an auch der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz gewidmet gewesen. Von der Ausschreibung an hat man hier ein Leuchtturmprojekt anstellen und ein Gebäude jetzt mitten in der Stadt hier in Basel an der Spiegelgasse 15 schaffen, wo eben nachhaltig gebaut wird und auch im Betrieb nachhaltig ist. Und dafür haben wir eine tolle Photovoltaikfassade außen am Gebäude, die sieht man jetzt hier nicht, wo der Strom produziert, den wir hier im Büro brauchen. Wir haben auch noch Beton teilweise, wo aber Recyclingbeton ist. Und wir haben einen riesen Tank für Regenwasser im Keller, wo wir dann unsere WC-Spielungen mit Wasser versorgen. Und auch ein tolles Auskühlungssystem, vor allem für die Sommermonate, wo wir dann passiv, ohne viel Energie, können die warme Luft vom Tag zu oben wieder abgeben und kühlere Nachtluft reinlassen, sodass man dann am Morgen wieder ein angenehmes Raumklima hat. Und ganz besonders in diesem AUE-Neubau ist eben die Verbindung zwischen Beton und Holz, wo nicht nur nachhaltig ist, der Baustoff Holz, weil er nämlich während dem Wachstum als Baum CO2 speichert und dann eigentlich das Holz mit dem CO2 eben hier im Gebäude dann auch als Speicher oder als CO2-Senke klimafreundlich ist. Und auf der anderen Seite hat man aber bereits auch schon während der Bauphase viel weniger Energie, die man braucht, weil wir hier nämlich lokales Holz haben, das nicht irgendwo aus der Welt kommt, sondern aus unserer Region und hier verbaut worden ist. Das Thema Holz als Baustoff, das werden wir heute miteinander vertiefen. Und dazu haben wir drei Experten eingeladen, die heute alle live auf der Baustelle sind. Das ist zu meiner Linken der Sven Kowalewski, er ist Architekt und Leiter auf der Seite vom Generalplaner für den Neubau AUE, also vom Architekturbüro Jessen Vollenweider. Dann der Christoph Meyer, Bauingenieur und Mitglied von der Geschäftsleitung in der Firma SJB. Er ist verantwortlich für die ganze Statik, dass das mit dem Holz dann eben am Schluss auch auf über 9 Stöcke dann hebt. Und natürlich auch Themen wie Brandschutz sind bei ihm. Und der Stefan Vöckli, Verantwortlicher für den Vertrieb und Marketing bei der Firma Fagus Schweiz. Ihm, also Stefan Vöckli von Fagus, möchte ich jetzt gerade das Wort erteilen für ein kurzes Input-Referat zum Thema Holz als Baustoff. Und danach werden wir dann verschiedene Fragen in einer Diskussionsrunde diskutieren. Und natürlich werden wir auch Ihre Fragen dann noch aufnehmen. Es gibt im Livestream eine Chat-Funktion. Bitte nutzen Sie die, alle die, die jetzt vor dem Bildschirm sitzen, um Ihre Fragen zu stellen zum Thema Holz als Baustoff. Und die Fragen, die werden wir nachher dann entsprechend versuchen zu beantworten. Am Schluss gibt es dann noch eine kurze Abschlussrunde, sodass wir dann hoffentlich kurz vor der 2 fertig sind oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Jetzt aber zum Input-Referat von Stefan Vöckli zum Thema Laubholz für den Hochbau, vom Rohstoff zum Baustoff und sein Beitrag zum Klimaschutz. Stefan Vöckli, bitte sehr. Ja, grüße miteinander. Freut mich ganz besonders, dass ich hier als Vertreter von einem Jungunternehmen darf etwas über den Holzbau sagen und im Speziellen auch über den Bereich Laubholzverwendung im Bau. Wie es der Titel schon sagt, der klimafreundliche Hochleistungsbaustoff
aus Schweizer Produktion. Ganz kurz ein paar Worte zu der Firma Fagus Suisse SA. Wir sind, wie gesagt, ein junges Unternehmen, gegründet 2017 als Fagus Suisse. Hinterdran stehen 130 Aktionäre. Das Projekt, das früher war und heute ist es eine Firma, ist gefördert worden, unter anderem auch vom AOE, von den Kantonen Weiden Basel, vom Kanton Jura und von den Aargau Solothurn im Rahmen der neuen Regionalpolitik vom NRP. Unterstützt hat das Projekt auch das BAFU und das SECO im Rahmen des Technologiefonds, weil die Idee, die wir mit unserer Firma haben, dass wir den Rohstoff Schweizer Laubholz in der Schweiz verarbeitet und in der Schweiz verbaut, ist positiv aufgenommen worden von diesen Ämtern und von diesen Organisationen. Wir beschäftigen mittlerweile 8 Personen mit zunehmendem Bestand, weil wir sind im Moment noch im Teilschichtbetrieb und arbeiten aber vor allem, was verkaufsmäßig ist, intensiv daran, dass wir schon gleich im Schichtbetrieb, respektive sogar im Mehrschichtbetrieb arbeiten können. Mein Name ist Stefan Vöckli, ich bin Holzkaufmann und Verkaufsleiter von Beruf und bin in dieser Firma für Marketing und Verkauf zuständig. Seit der ersten Stunde dabei. Ganz kurz etwas zur Wertschöpfungskette Holz, jetzt hier im Speziellen zum Laubholz. Wir haben auf der einen Seite den Waldbesitzer, der das Holz produziert, nachhaltig produziert. In der Schweiz, nach Forstgesetz, darf ja nicht mehr Holz genutzt werden, wie nachgewachsen. Zwei kleine Zahlen vorweg. In der Schweiz wachsen rund 10 Millionen Kubikmeter Holz nach. Aktuell genutzt werden etwa 5 Millionen. Das Potenzial vom Holz, das man könnte nutzen, wäre etwa 8 Millionen. Also wir haben ein grosses Delta von potenziell nutzbarem Holz. Beim Laubholz ist es so, dass dort rund 25-30% ist Laubholz. Mit zunehmendem Bestand aufgrund der Klimaveränderung werden die Wälder differenzierter, diversifizierter. Nadelholz tendenziell geht eher zurück in den Bestand und das Laubholz nimmt zu. Wobei auch hier natürlich gewisse Schwierigkeiten sind bei gewissen Holzarten. Sie sehen hier auf dem Bild, auf dieser Folie, dass wir der Prozess Fagus ist hier. Wir übernehmen im Prinzip Holz von den Sägereien, die in der Schweiz die erste Produktionsstufe sind, und das transformieren zu einem anwendbaren Produkt für die Bauindustrie. Noch ganz etwas kurz zu der Technik. Beim Laubholz ist es ganz anders wie beim Nadelholz. Wir haben es mit vielen anderen Holzeigenschaften zu tun. Es ist härter, die Bäume sind krümmer und so weiter und so fort. Und das braucht auch neue Techniken. Und Fagus Suisse hat sich dort spezialisiert und hat die sogenannte Stabtechnik erfunden, wo wir nicht mit Brettern arbeiten, sondern mit Latten. 2-3 Bilder aus unserer Produktion. Wir haben eine sehr hochautomatisierte Produktion installiert. Es ist in dieser Art einmalig in Europa und ich würde jetzt mal sagen, aktuell sogar weltweit, dass man mit dem Laubholz so verfahrt, wie wir das machen. Wir übernehmen das Holz von der Sägereien, wie schon gesagt. Wir haben probiert, auf der bestehenden Infrastruktur von der Holzwertschöpfungskette aufzubauen und haben dort das Bindeglied installiert, das bisher gefehlt hat. Also Transformation vom Rohmaterial zu einem fertigen Balken. Hier ein Blick in Produktion, Press und Hobelung. Und am Schluss verladefertig, solche Bauteile. Wenn man denkt, hier ist pro Kubikmeter sind etwa 300 Einzelteile drin. Und das muss alles automatisch ablaufen. Also von diesen 8 Mitarbeitern sind lediglich 4 in der Produktion. Alle anderen arbeiten im Verkauf hauptsächlich und in der Administration und Beschaffung. Ein ganz kurzer Blick auf den Vorteil des Laubholz. Warum will man heute Laubholz einsetzen? Man sieht es hier auf der Kamera, sieht man hinten dran so eine Stütze, die ist aus Nadelholz. Das ist das Klassische im Holzbau. Aber auch aufgrund von veränderten Marktbedingungen, veränderten Rahmenbedingungen, geht der Holzbau in die Höhe und in die Weite. Und das erfordert neue Materialien. Und da könnte das Laubholz eine grosse Rolle spielen in Zukunft. Hier sieht man in dieser Folie hier, sieht man die Vergleiche. Das ist das klassische Bauholz, wie man es früher kennt. Das gibt es heute fast nicht mehr, wo nicht verleimt ist. Dann gibt es Brettschichtholz hier.
Und dann, wenn man dann hier schaut, kommt das Laubholz, das 50% oder mehr Volumeneinsparungen gibt für die gleiche Tragfähigkeit. Das ist im Prinzip der Vorteil und der Grund, warum man Laubholz überhaupt anwenden will. Weil in der ganzen Verarbeitung ist es sehr viel aufwendiger. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele von der Anwendungen. Das ist jetzt ein Bereich, und eben das Laubholz kommt vor allem dort in Einsatz, wo es um Festigkeit geht, wo es um Ästhetik geht, wo es um Nachhaltigkeit geht, um einheimische Produkte, die nachwachsen, zu verwenden, wo man sonst allenfalls Massivbaustoff, nicht erneuerbare Baustoff verwenden, wie Beton und Stahl. Das ist ein Blick in einen Bürobau, wo unten dran eine grosse Werkstatt ist. Da hat der Bauherr gefunden, ich tue die Konstruktion in die Höhe fürs Büro nutzen gerade und hat dann hier mit schlanken Laubholz und kombiniert mit Nadelholz Fachwerkbinden können schaffen. Wir können aber auch mit dem Holz, das wir produzieren, natürlich in die Fläche hineingehen. Jetzt hier als Beispiel ein tragender Boden, der gleichzeitig durch das, dass es Laubholz ist, natürlich eine sehr hohe Nutzungsfreundlichkeit hat bezüglich Abriebfestigkeit und so weiter. Ein paar Beispiele, respektive ein paar Vorteile vom Holz und jetzt speziell vom Laubholz aus Schweizer Produktion und dem Schweizer Wald für den Bauherr und für die Umwelt. Also einerseits haben wir die Herstellung und Logistik. Holznutzung unterstützt die Waldpflege. Dann die regionale Verarbeitung unterstützt natürlich oder reduziert Transporte. Es schafft Arbeitsplätze, indem man eben Rohstoff hier nutzt, wo man anfällt, wo man nachwächst. Und vor allem jetzt von der Waldwirtschaftsseite her gesehen, aktuell wird sehr viel von diesem Holz exportiert nach Asien ohne irgendeine Verarbeitung. Und das ist natürlich erstens umweltmäßig und volkswirtschaftlich ein Blödsinn, wenn ich es jetzt mal so dezidiert sagen darf. Und auf der anderen Seite importieren wir natürlich sehr einen grossen Teil von unserem Holz, von unserem Holzbaustoff aus dem Ausland. Und mit dem, was wir hier unseren eigenen Rohstoff nutzen, können wir auch den Transport reduzieren. Für einen Betrieb, für einen Architekt, für einen Bauherr ist es natürlich interessant, mal eine Bilanz zu machen, CO2. Ich komme nachher in der Folie speziell auf das Thema zu, weil das Holz speichert bekanntlich CO2, was es beim Wachsen aufgenommen hat. Dann reduziert es den Energieverbrauch gegenüber von anderen Baustoffen, auch im Betrieb, und verringert schlussendlich auch den Energieaufwand beim Rückbau und Verwertung, wenn man dann ein paar Jahrzehnte weiterdenkt. Hier ein kleines Beispiel von einer einfachen Hochleistungsstütze in einem siebengeschossigen Gebäude, ähnlich wie jetzt das AOE-Gebäude ist. Dort drauf stehen 300 Tonnen. Das Ding hätte man natürlich auch mit Stahl machen können. Und da sieht man jetzt den Ausstoß. Wenn man das als Stahlstütze genommen hat, hat das 3,5 Tonnen CO2 emittiert, für den Stahl zu produzieren und einzubauen. Beim Beton wäre es ein bisschen weniger, da wären es 655 Kilo. Und beim Holz sind es schlussendlich die graue Energie, die drinsteckt, für den Baumfällen bis auf die Baustelle sind es 120 Kilo für die Stütze. Aber was der grosse Effekt ist, ist eigentlich noch die Speicherung vom CO2, was schlussendlich den Bauteilen einen klimapositiven Effekt gibt. Noch am Schluss noch ein paar Beispiele, wo das Holz angewendet wird, wenn es eben in die Höhe geht. Sie sehen es hier, es werden die ersten Hochhäuser mit Holzstruktur geplant. Es werden mehr und mehr auch in den städtischen Gebieten mit Holz gebaut. Und dort kann es interessant sein, den kostbaren Boden effizient zu nutzen, die Konstruktion möglichst schlank zu machen. Und dort wird es interessant, dass man vor allem mit den unteren Geschossen mit Holz, respektive mit Laubholz, wird bauen. Das Beispiel hier, das ist wirklich in der Planung. Das ist das Hochhaus in Regensdorf mit etwa 75 Meter Höhe, wo komplett, die Tragstruktur komplett aus Holz ist. Und was die vertikale Achse ist und in der horizontalen ist es ein Holzbetonverbund, ähnlich wie hier gelöst. Die Regionalität ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man von Holz redet, sollte man schauen, dass wir das Holz von hier nutzen. Das ist ein sehr gutes Beispiel hier, unser Leuchtturmprojekt vom AOE. Ist sehr interessant, weil das Holz ist wirklich in der Region gewachsen. Basel-Biet läuft da.
Hier ist ein anderes Beispiel im Jura, das genau ähnlich gelaufen ist. Das Riesen, übrigens Aschua ist jetzt gerade aufgestiegen in die Nationalliga A im Eishockey. Das hat nicht unbedingt allein jetzt mit dem Stadion zu tun, also das, was genau im Holz ist, aber das könnte ja dazu positiv beitragen haben. Hier sieht man ein Fachwerk, 45 Meter gespannt, wo man mit sehr schlanken Konstruktionen können bauen konnte. Also man hat es hier in der Höhe, wenn man das mit klassischem Nodelholz gemacht hat, hat man hier etwa 1,50 Meter an konstruktiver Höhe gespart, das heisst weniger Fassaden und so weiter. Und als abschliessend zwei Bilder, die ich Ihnen einfach zeigen möchte, zum Verinnerlichen. Anstelle mit Stahlbeton können wir anstatt mit Stahlbetonstützen können wir heute Hochleistungsträgerstützen machen mit Holz. Die Eisen hier, die werden natürlich so nicht eingebaut, die braucht es gar nicht beim Holz. Oder eben auch in der Schlankheit, bei den Sanierungen vor allem ist das interessant, dass man Unterzüge, Lasten abfährt mit Laubholz, wo mit dem Nodelholz allenfalls nicht machbar sind, wo man heute auf Stahlträger zugreift, dass man das mit Holz macht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin natürlich selbstverständlich gern bereit, noch einmal Ihre Fragen zu beantworten. Merci vielmals. Herzlichen Dank, Stefan Vöckli, für das spannende Input-Referat zum Thema Holz. Man sieht, Holz kann durchaus einen Haufen andere Baustoffe ersetzen. Man hat ja auch früher schon mit Holz gebaut, also schon mit den Pfahlbauten haben wir das gesehen, da ist nicht mehr viel übrig, Holz verrottet ja auch. Ich hoffe, dass wir natürlich in diesem Neubau dann in Zukunft auch noch, auch obwohl wir mit Holz da sind, längere Zeit können drinnen bleiben, da kommen wir nachher dazu. Das Projekt hat eine lange Geschichte, das Projekt ist irgendwie 2012 gestartet worden und hat natürlich dann verschiedene auch politische Hürden müssen nehmen. Und jetzt sind wir wirklich in den Schlusszügen. Wir werden im Sommer, Ende August, hier einziehen können, Anfang September. Und da freuen wir uns natürlich. Aber eben, der ganze Weg hierher war ein langer, Sven Kowalewski. Was sind die Herausforderungen gewesen? Also nicht vom ganzen Projekt vielleicht, aber jetzt gerade im Zusammenhang mit Holz als Architekt. Wie ist man überhaupt auf das Thema gekommen, dass man da so einen Verbund macht zwischen Beton und Holz? Wie ist das gegangen in der Geschichte? Sven Kowalewski, hallo, herzlich willkommen. Es hat eigentlich schon, die Voraussetzungen wurden eigentlich schon durch das Programm gelegt, was das AOE und die Stadt damals 2013 festgeschrieben hatte, dass es einmal ein Leuchtturmprojekt sein sollte, nachhaltig auf allen Ebenen. Und natürlich ist der Begriff Nachhaltigkeit damals, der ist schon bekannt gewesen, man hat in jedem Wettbewerb von Nachhaltigkeit gesprochen, aber hier war es dann doch noch mal was anderes. Auch den Beschrieb, den das AOE mitgegeben hatte, hat man gemerkt, die meinen es ernst, die wollen wirklich ein Umweltvorzeigeprojekt als Beispielprojekt, was sie selber natürlich auch vertreten und genehmigen. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was kann das sein? Was kann das sein? Und da war relativ schnell klar, dann auch mit SJB zusammen, das muss sowieso ein Holztragwerk sein. Gleichzeitig muss es aber auch mit wenig Energie auskommen, also muss auch eine Nachtauskühlung haben. Und um gleich auf den Bereich mit dem Holz zu kommen, wir haben hier ein Hybridgebäude. Also wir haben nicht einfach nur Holzstützen und Holzdecken, sondern wir haben ein Gebäude, was gerade in den Decken auch sehr viel Beton mit drin hat, und das ist total wichtig natürlich für die Nachtauskühlung. Und dazu kleine Klammer auf, also die Fenster gehen automatisch in der Nacht auf, die Wärme, die im Tag eingespeichert wird vor allem in die massiven Bauteile, die kann dadurch mit der kühlen Luft in der Nacht wieder abgeführt werden und die strömen dann übers Treppenhaus nach oben übers Oberlicht ab. Und damit hat man übers Jahr gesehen, mit den Simulationen, die wir gemacht haben, also die Sicherheit, dass es kühl bleibt. Es gibt ein paar Stunden im Jahr, die natürlich bei lang anhaltenden Hitzewellen natürlich auch ein bisschen drüber hinausschießen können, aber das nimmt das AOE ganz bewusst auch in Kauf und sagt, nein, wir wollen jetzt hier nicht das Haus übertechnisieren mit einer gekühlten Lüftung oder mit Heiz- und Kühldecken und so weiter, was man hier alles machen könnte, sondern wir leben das, was wir eigentlich auch vorgeben. Und das war dann auch der Anlass im Wettbewerb, zusammen mit SJB eine Möglichkeit zu finden,
Wie macht man das jetzt genau hier auf diesem kleinen, engen Grundriss in der Stadt? Und haben dadurch natürlich auch von vornherein was gesucht, was die Architektur mitbestimmt und nicht auch nur Selbstzweck ist, wo man sagt, man hat dann Stützen und Decken und am Ende verkleidet man das alles, sondern alles, was hier drin ist und notwendig ist, ist eigentlich sichtbar und wird nicht nochmal verkleidet. Außer, komme ich gleich noch drauf, natürlich die Statik dann selber. Aber hier haben wir die Fichte-Stützen aus dem Basler Wald, die im Endeffekt nur leicht überlasiert werden, aber ihre ganze Holzstruktur im Endeffekt eigentlich zeigen. Und man durch diese Lasur auch das ganze Holz, was natürlich dann über den Innenaufbau auch noch kommt, ein Stück weit homogenisieren kann. Und das war schon im Wettbewerb, ist die Struktur relativ fest gewesen. Und dann ist es aber so, dass über die Zeit immer wieder, also was länger gedauert hat, über Volksabstimmungen, über Einsprachen und so weiter, wurden bestimmte Dinge auch wieder hinterfragt. Aber diese Grundstruktur ist geblieben und hat sich auch als sehr robust herausgestellt. Und deswegen stehen wir jetzt heute hier auch drin und können uns freuen, dass es mit allen Hürden, die es zwischendurch dann mal gab, zu funktionieren scheint. Ja. Danke vielmals. Christoph Meyer, als Bauingenieur. Ist Holz kein Thema, also ist kein Problem so für die Statik. Man sieht immerhin 7 Stück und dann 2 UGs, also das Gebäude ist ja nicht gerade eine Schale wie in den Bergen. Ja, grüezi miteinander. Nein, ich finde das Material, jedes Material, das wir bauen, damit, sei das Beton, Stahl oder auch Holz, hat seine Eigenschaften. Und entsprechend Festigkeiten und wir versuchen das einfach entsprechend nachher dann einzusetzen. Und was eigentlich ein bisschen speziell war, ist vielleicht dann auch da, das ist ja eigentlich jedem irgendwo klar, dass so im untersten Stock eigentlich am meisten Gewicht auf einer Säule steht, wie vielleicht dann oben. Aber wenn man es von der Architektur anschaut, im Bild ist es immer eigentlich die gleiche schöne Struktur, wie es eigentlich seit dem Wettbewerb immer hatte. Und das Bild, das haben wir eigentlich uns im Konstruieren immer ein bisschen vor Augen gehabt. Und das ist nachher dann vielleicht auch der Grund gewesen, dass jetzt zum Beispiel nachher dann Säulen aus Buchenholz, die bessere Materialeigenschaften haben, wie eine normale Fichte Tanne, dass die dann zum Beispiel unten eingesetzt worden sind. Also so hat eigentlich jedes Material seine optimale Eigenschaften jetzt aus unserer Sicht da gefunden. Und bezüglich Brandschutz, das kann man sich vorstellen, mein Holz brennt relativ gut, Beton ein bisschen weniger, das weiß jeder. Und trotzdem ist es sicher? Ja, da kann ich euch beruhigen. Es ist immer ein bisschen ein vermeintlicher Trugschluss, dass eigentlich etwas, das aus Beton konstruiert ist, eigentlich sicherer soll sein im Hinblick auf Brandschutz. Es gibt auch Negativbeispiele, wenn ihr euch erinnert, vielleicht an die Tiefgarage, wo mal irgendwie eingestürzt ist, weil das Auto brennt hat, weil diese Überdeckung nicht funktioniert hat. Also sind manchmal ganz banale Sachen, wo auch in einem Massivbau können passieren können. Und so gesehen kann ich euch sagen, ist eigentlich ein Gebäude, das in Holz konstruiert ist, wenn es natürlich super gemacht ist, eigentlich fast sicherer ist und standhafter wie Konstruktionen mit Beton oder Stahl. Bin ich froh, dass das alles so gut funktioniert. Merci für die Ausführungen. Stefan Vöckli, man hat jetzt in den letzten Wochen auch in den Medien können lesen, dass Holz ja sehr ein begehrter Baustoff offensichtlich ist, beziehungsweise dass es viel zu wenig gibt bei uns in der Schweiz. Was ist das Problem? Eigentlich sollten wir doch genug haben in unserer Welt. Und es wird dann recht wenig verbaut. Oder wo liegt das genau? Genau, das ist der Punkt. Also wir haben nicht zu wenig Holz in der Schweiz grundsätzlich, aber wir haben es in der falschen Form. Und zwar in den Wäldern, wie ich es vorher erwähnt habe, in meinem Referat, haben wir etwa 10 Millionen Kubikmeter, die nachwachsen. Das kann man sich gut rechnen. Und 80% davon könnte man eigentlich nutzen pro Jahr. Wenn man alles nutzt, ohne natürlich die Naturschutzflächen, die man unbedingt muss errichten und haben. Und wir nutzen nur 5 Millionen. Das heisst, wir haben 3 Millionen, die noch brach liegen grundsätzlich. Entweder bleibt es stehen, verrottet,
Oder es wird dann eben, wenn es dann noch genutzt wird, ist zum Teil eben exportiert. Das heisst, wir haben die Transformation vom Holz, fehlt bei uns in der Schweiz eigentlich, nicht das Holz selber. Und darum haben wir jetzt beim Laubholz, jetzt gerade bei Fachhaus, haben wir jetzt den Ball aufgenommen. Weil der Laubholznutzung ist in der Schweiz immer weiter zurückgegangen. Der Exportanteil ist gestiegen. Das heisst, ich muss noch mal erwähnen, in runder Form, also Stämme werden in Container eingeladen, werden via Hafen in Biersfelden nach Rotterdam geführt und dort auf ein Grossseeschiff transportiert und dort noch 16.000 Kilometer Richtung Osten transportiert. Und man muss dann das andere anschauen, das Holz kommt dann zum Teil wieder zurück in Form von Billigparkett oder irgendwie, ich sage es jetzt, Möbelteile von einem grossen Möbelhersteller, die werden auch in China gefertigt. Und das ist natürlich ein volkswirtschaftlich und ökologisch unsinnige Vorgehensweise. Das heisst, wenn wir jetzt nochmal auf Ihre Frage kommen, haben wir denn genug Holz? Jawohl, wir haben genug Holz, aber es braucht Investitionen in der Schweiz. Das Fachhaus selber hat jetzt etwa 10 Millionen investiert. Das ist nur ein ganz kleiner Anfang. Also wir rechnen damit, dass wir etwa eine halbe Milliarde in die Schweizer Holzindustrie investieren müssen, damit wir das Holz auch in der Schweiz zu Baumaterial verarbeiten können. Die Krise Covid hat jetzt gerade das Thema eigentlich ein bisschen aufs Tapet gebracht, oder? Das ist nicht Covid, warum wir jetzt zu wenig Holz haben, vermeintlich, sondern es ist natürlich ein Ausfluss von dem und noch gewisse Marktverwerfungen, die stattfinden. Also Nordamerika hat letztes Jahr oder vor zwei Jahren einen Handelskrieg haben sie einen Handelskrieg angezettelt mit Kanada und dort kommt jetzt nicht mehr so viel Holz rein. Und jetzt suchen die Amerikaner Holz, weil ihre Bauwirtschaft läuft und das Holz auch in ist. Und jetzt zahlen sie so gross, so hohe Preise in Europa, dass das europäische Holz nach Amerika fließt. Und wir haben zu wenig Material hier. Also grundsätzlich hat jeder Kontinent für sich wahrscheinlich genügend Holz, aber es wird nicht verarbeitet. Und jetzt kommt die Schweizer Wirtschaft wieder ins Spiel. Und wenn wir jetzt dort würden die Eigenversorgung erhöhen, wären wir weniger abhängig von diesen Import. 70% von dem Konstruktionsholz kommt nicht von dem Bau jetzt, aber kommt aus Europa, hauptsächlich Österreich, Deutschland, die nordischen Länder. Und das müssen wir natürlich probieren zu reduzieren. Ja, wenn ich das so höre, also wir tun ganze Baumstämme ins Ausland verschiffen bis nach Asien und kaufen nachher wieder günstig Möbel. Günstig, also der Preis ist ja auch immer ein Thema gewesen in diesem Projekt. Ist es das viel billiger geworden, weil wir da Holz verwenden? Oder wie sieht das aus? Sven? Also man bräuchte ja genau das gleiche Projekt in Stahlbeton, um genau zu sagen, ob es günstiger wird. Wahrscheinlich. Wir haben einfach gemerkt, bei der Konstruktion, Kostenvoranschlag, KV, dass dadurch, dass das nicht Standard ist, wie man das hier macht. Also auch einmal natürlich der innerstädtische Kontext ist für Unternehmer nicht besonders lukrativ, weil es sehr aufwendig ist, gleichzeitig, dass das Holz aus dem See, aus dem baselstädtischen Wald ist man auch nicht gewohnt, man kauft es lieber irgendwo ein, wo man sowieso immer her hat. Und dann natürlich die Art und Weise, wie es in dem Hybridgebäude hier zusammengebaut wurde im Endeffekt, also auch ohne massiven Kern, wollte ich noch dazu sagen, also wir kommen ohne tragenden Kern aus, der das Gebäude aussteift, so am Rande noch. Ist es für einige Unternehmer kompliziert und das gibt natürlich dann bei Ausschreibungen Verwerfungen, wo man dann denkt, oh Gott, warum ist denn die Ausschreibung jetzt so teuer, was kann man vielleicht optimieren? Und das ist bei so Pilotprojekten, hören manche Bauherren nicht gern, ihr habt es gern gehört, Leuchtturmprojekt, Innovation, viele Bauherren wollen Innovation, aber dann doch kein Pilotprojekt, sondern was Altbewährtes. Also hier durften wir wirklich, kann ich offen sagen, zum Teil aus den Vollen schöpfen, also nicht um Geld im Überfluss auszugeben, sondern um das genau das Richtige hier für den Ort zu machen. Und die Herausforderung war dann wirklich auch mit den Unternehmern zusammen und so weiter, dass das Projekt auch nochmal dann nach Ausschreibungen wieder zu justieren und dann auch Dinge wegzusparen. Also auch bei den Hybriddecken hat man dann auch über die Jahre neue Erkenntnisse gehabt und hat hier das Neueste eigentlich einfließen lassen. Und jetzt im Endeffekt muss ich sagen, ist das eigentlich, kommt es gut, auch mit den Kosten kommt es gut. Und so wie man das im Endeffekt eigentlich prognostiziert hat. Also man hat dann wieder natürlich bei anderen Dingen eingespart, aber das ist auch gut so oder normal, dass man das so tut in der Projektphase. Erst recht natürlich in so einem Pilotprojekt. Das hat man auch nicht alle Tage. Ja.
Christoph Meyer, Sie sind auch einer von diesen Unternehmen, der immer wieder ein bisschen auf die Kosten schauen musste und trotzdem dann die Anforderungen von Holz unter ein Dach bringen. Ist das, was haben Sie dort für Herausforderungen erlebt? Ja, die Konstruktionsarten, die da jetzt auch angewendet worden sind, die Hybridkonstruktionen, die sind ja schon jetzt mit den Jahren eigentlich fast ein bisschen Mode geworden. Und entsprechend hat man auch viel, so wie das Sven Kowalewski gesagt hat, Erfahrungen schon können sammeln. Und vor allem auch nicht nur, wie die Technik soll sein soll, sondern auch, was Kosteneffizienz bauen etc. anbelangt. Und ich glaube, da ist ein riesiger Schritt eigentlich gegangen in Sachen Vorfabrikation, dann auch Technologien, wie das nachher dann abgebunden wird, präzise. Eigentlich, ich sage immer, das ist wie ein Möbelbau im Grossformat, eigentlich auf die Baustelle kommt. Und wenn man es zusammensetzt, dann ist es nachher dann passgenau. Das ist eigentlich, sind die grossen Vorteile. Und die mit der Geschwindigkeit verknüpft, gehen nachher dann auch ein kosteneffizientes Bauen, eigentlich wie gratis. Und der Beweis ist für mich, ja, wenn man jetzt ein bisschen beobachtet, wie immer mehr eigentlich vor allem auch Wohn- und Gewerbebauten in dem Material erstellt werden, dann ist das für mich eigentlich Beweis genug, dass es ja, kosteneffizient und dazu noch nachhaltig ist. Gut, also alle vor dem Bildschirm hören es immer wieder. Wir sind auf einer Baustelle, die Mittagspause ist vorbei, die Leute sind wieder am Arbeiten. Das geht ab und zu ein bisschen Geräusch. Christoph Meyer, Holz ist klimafreundlich, das haben wir vorher gesehen, ist sogar eine CO2-Senke, weil es CO2 speichert aus der Luft. Wenn jetzt der Preis auch noch viel günstiger wäre, dann wäre ja eigentlich klar, dann müssten wir alle Gebäude eigentlich mit Holz bauen. Oder nein, Entschuldigung, das ist eine Frage an Stefan Vöckli. Entschuldigung, falscher Name, Stefan Vöckli. Wie können Sie da aus der Holzbranche dafür sorgen, dass man möglichst einen günstigen, aber doch hochwertigen Baustoff aus der Region können haben können? Weil das würde ja uns allen helfen, auch im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Ich möchte das Beispiel noch kurz erwähnen. Die Frage ist, finde ich sehr interessant. Wo ich da gezeigt habe, kurz mit diesen zwei Bildern von dem Patinoir von der Ajoie. Dort hat man effektiv frühzeitig auch entschieden, dass das Holz aus dieser waldreichen Region kommt. Und man hat dann das auch entsprechend so müssen ausschreiben, rechtzeitig kommunizieren, dass der Förster weiss, welches Holz er muss oder wie viel Holz er muss zur Verfügung stellen. Und das hat super funktioniert, weil jemand da war, der den ganzen Prozess vordenkt hat. Oder? Und dort war es nie ein Thema, dass es zu wenig Holz hat für den Bau. Da hat notabene doch ein X-faches von dem gebraucht, was hier in diesem Aue gebaut worden ist. Das hat funktioniert. Und ich glaube, so muss man sich auch die ganze Kette denken bei grossen Sachen. Ich muss Ihnen aber Sie ein bisschen enttäuschen. Wir können jetzt nicht einfach den Schalter drehen und sagen, jetzt sind wir alles, was bisher im Massivbau gemacht worden ist, in Holz bauen. Wenn wir das so machen, dann haben wir absolut zu wenig Holz. Aber wenn wir es intelligent machen mit Holz, mit Verbundlösungen zum Beispiel, dass man einfach kann Beton um 30, 50, 60% oder noch mehr reduzieren und dafür intelligent Holzwerkstoff einsetzen oder Holztragsystem einsetzen, dann könnten wir zum Ziel kommen, dass es langt. Aber was es vorher muss haben, wie ich es vorher schon gesagt habe, es braucht grosse Investitionen in der Holzindustrie, dass wir die Produkte, die der Holzbau, der moderne Holzbau und der Ingenieur verlangt und der Architekt, dass wir die auch bereitstellen können. Und an dem hapert es im Moment. Und darum, wenn ich die Frage von den Architekten bekomme heute, wenn ich gehe besuchen, ja, darf ich überhaupt noch mit Holz planen? Ich kann das Gebäude ja gar nicht erstellen. Dann muss ich ihm einfach sagen, erstens musst du mir ein bisschen mehr Vorlauf geben, du darfst mit Holz bauen und du musst dich vielleicht bei den Ingenieuren erkundigen, was ist die effizienteste Methode, um Holz zu verwenden. Oder? Und wir können jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, also seit 4 Monaten reden wir von dem Handels, von diesen Verwerfungen. Wir können nicht meinen, dass wir jetzt innerhalb von 4 Monaten die 70% Konstruktionsholz, das vom Ausland kommt, einfach können von der Schweiz nehmen können. Weil unsere Anlagen sind auch schon ausgelastet gewesen. Es braucht jetzt zuerst Investitionen. Wir müssen vielleicht jetzt in die nächsten 5 bis 10 Jahre denken. Und das müsste unser Ziel sein, dass wir unseren Inlandanteil können erhöhen können. Weil der Rohstoff im Wald, den haben wir. Es gibt sicher einzelne Produkte oder einzelne Sachen, die man nicht in der Schweiz haben kann. Es muss ja nicht 100% Versorgung sein.
Aber den Rohstoff haben wir, das braucht es Investitionen. Und da könnte die öffentliche Hand eine Rolle spielen, weil wenn die öffentliche Hand Interesse hat, riesige Campusse zu bauen in Zukunft mit Holz, Holzhybrid, dann könnte sich die öffentliche Hand auch beteiligen, damit wir, vielleicht nicht unbedingt finanziell, aber bei den Anschieben, damit man solche Investitionen kann tätigen kann. Das kleine Beispiel Fagus zeigt, dass das funktioniert. Jetzt haben wir hier immerhin schon ein Produkt, wo ein ausländisches Produkt ersetzen kann. Bisher hat es nur ein Produkt gegeben, absolut ein anderes, das hier importiert wurde. Jetzt können wir doch aus der Schweiz etwas liefern. Aber das braucht vorher Investitionen. Also für Investitionen braucht es eine Nachfrage. Ich habe auf Seite, wenn Sven Kowalewski als Architekt täglich oder beschäftigt mit neuen Gebäuden. Ich nehme an, Sie bauen auch nicht jeden Tag mit Holz. Also nicht jedes Gebäude mit Holz. Oder wie könnte man auf der Seite von der Nachfrage da noch ein bisschen mehr in Richtung Klimaschutz gehen? Also wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung mit Holz, auch andere Gebäude. Ist oft auch Schulen und so weiter, die dann plötzlich komplett aus Holz sind oder andere Gebäude, Balkone aus Holz sind. Also das Holz ist eigentlich schon lange auch bei den Architekten angekommen. Also vor allem jetzt auch in den letzten, sage ich mal, paar Jahren gewinnen sehr, sehr viele Projekte, Wettbewerbe, die ein Holzprojekt im Endeffekt als Projekt abgeben, weil der Nachhaltigkeitsgedanke nicht im Endeffekt dann nur einfach im Text steht, sondern man sieht das dem Haus auch an, dass es nachhaltig ist, und dadurch vermarktet sich natürlich in so einem Wettbewerb auch für den Bauherrn oder der im Endeffekt auch das Pflichtenheft dort geschrieben hat, um einiges besser als Beton, der im Moment es schwer hat. Es kommt vielleicht dann mal wieder, im Moment hat Beton oder Sichtbeton hat es relativ schwer, gerade in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Und auch wir, da kann man ganz, also als Architekt springt man natürlich nicht auf den Zug mit auf, weil man denkt, man will immer gewinnen. Natürlich möchte man immer gewinnen und den ersten Preis machen, aber da steckt natürlich auch ein Stück weit Überzeugung dahinter, dass man das Richtige tut und einen Beitrag leistet, der das Leben lebenswerter macht und natürlich auch unseren Kindern was mitgibt in die nächsten 50 bis 100 Jahre. Wobei man dann sich auch fragen muss, was passiert mit dem ganzen CO2 in 50 Jahren, was unsere Generation eingelagert hat. Also wir müssen ja vorher anfangen und weniger CO2 produzieren, also in anderen Bereichen. Aber da hinken wir ein bisschen hinterher. Und in 50 bis 100 Jahren muss man sich wahrscheinlich fragen, was machen wir jetzt mit den ganzen Holzbauten, wo das ganze CO2 drin ist. Das kommt dann danach. Aber im Moment geht es darum, glaube ich schon, dass man lernt, mit dem Holz als Architekt umzugehen. Es hat Grenzen, auch mit Spannweite. Zum Teil kosten die Dinge auch mehr als andere, das ist so. Aber auf anderer Seite kann man auch Dinge einfacher konstruieren und Holz kann man auch sehr gut formen. Also es gibt ganz neue Bereiche, die wir jetzt hier auch natürlich gelernt haben in den letzten Jahren, wo wir uns mit dem Projekt beschäftigt haben, weil es natürlich sehr stark auf das Thema Holz fokussiert. Und jeder Architekt muss sehen, muss lernen, damit umzugehen. Christoph Meyer, 50 bis 100 Jahre habe ich jetzt gehört von Sven Kowalewski. Das freut mich natürlich, dass das Gebäude so lange hält. Hält das Holz wirklich so lange? Oder gibt es da irgendwie, also ich habe mal eine Baumhütte gebaut als kleiner Bub und die ist nach spätestens einer Saison irgendwo zusammengefallen, weil es auf dem Marsch geworden ist. Wie sieht das da aus? Das ist eigentlich aus meiner Sicht überhaupt kein Thema, solange das Holz geschützt ist und in einem Klima, so wie wir es hier drin haben, eigentlich ausgesetzt ist und nicht eine direkte Bewitterung aussen steht, ist das eigentlich für die Ewigkeit. Also da kann man also locker sagen, da hält 100 Jahre. Das sind wie alte Fachwerkhäuser, die man kennt, Dachstühle in den Kirchen und so. Also da bin ich überzeugt, das wird nicht nur ein Pilotprojekt sein, vielleicht von der modernen Technik im nachhaltigen Bauen, sondern vielleicht auch in 200 Jahren wieder ein Denkmal, wo sagt, wow, da haben sie noch etwas studiert. Hoffe ich mal wenigstens. Alle auch. Stefan Vöckli, jetzt sind wir schon bei 200 Jahren. Was macht man denn mit dem Holz, das hier innen verbaut ist? Was kann man mit Holz, Bauholz machen, das irgendwann nicht mehr brauchbar ist? Danke für die Frage. Und den Ball habe ich gerne auf. Ich habe auf meiner Folie noch draufgeschrieben, verringert Energieaufwand für Rückbau und Verwertung. Ich habe jetzt extra nicht geschrieben, für Entsorgung. Also wenn man das Holz intelligent einbaut, könnte man es eigentlich wiederverwenden. Also es gibt ja heute bereits Konzepte, die gewisse Architekturbüros aufgenommen haben,
wo sie probieren, Gebäude zu erstellen, die aus Abbruchmaterial direkt, ohne vielleicht noch irgendjemand zuzuschneiden, aber dann wieder einbauen. Das könnte auch beim Holz ein Thema sein. Beim Stahl macht man das schon. Also all die Stahlträger werden wieder gebraucht. Und das kann man beim Holz auch machen. Wenn man nicht zu viele Verbundlösungen hat, die miteinander verklebt oder für weiss nicht was verschachtelt sind. Das ist der eine Punkt. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann würde man es energetisch verwerten. Im Moment braucht man noch viel Wärmeenergie. Das wird in Basel wirklich exemplarisch gemacht mit den zwei Holzkraftwerken. Und ich denke, es braucht auch in Zukunft, wenn es wärmer wird, noch Wärmeenergie. Oder sonst braucht es zumindest Strom. Also man kann mit dem Holz könnte man verschiedenste Sachen noch machen, wenn es End of Cycle, also End of Life ist. Und ich glaube, dort muss man einfach die Intelligenz sein in Zukunft. Also die Architekten, Planer, Bauherren müssen intelligente Systeme favorisieren, die man dann schlussendlich eben auch wieder verwenden kann. Es gibt heute auch viele provisorische Bauten, die man mit Holz macht. Und warum mit Holz? Weil Holz kann man leicht transportieren, ist ein leichtes Material und man kann es gut wieder an einem anderen Ort aufbauen. Und so könnte ich mir eben das schon vorstellen. Also ich möchte noch vielleicht ganz kurz auf die Vorderfrage zurückkommen, wenn es recht ist. Ich habe vorhin die öffentliche Hand ein bisschen in Verantwortung genommen, wenn es darum geht, Investitionen zu tätigen in die Holzverarbeitung. Also, Holz ist der einzige, also wir reden immer, Bildung ist der wichtigste Rohstoff, aber ich sage jetzt von der Rohstoff, den man anlängen kann, ist Holz der einzige Rohstoff, den wir in der Schweiz wirklich haben, der nachwächst. Es gibt ja auch Steine und es gibt Beton, Sand und so. Aber der, der nachwächst, ist das Holz der einzige. Und den müssen wir nutzen. Und darum braucht es Investitionen, damit wir günstiger werden am Markt. Also wir können nicht mit den heutigen Techniken meinen, wir können gleich gut sein wie die Österreicher, die uns um Jahrzehnte voraus sind. Und darum braucht es Investitionen. Und ich denke hier an die ganz grossen Pots von Geld, die hier liegen. Das ist zum Beispiel Pensionskasse. Wir haben, als wir angefangen haben mit unserem Projekt, sind wir auf Pensionskasse zugegangen. Dann haben die gesagt, ja, um was geht es denn? Ja, 3-4 Millionen. Das interessiert sie natürlich nicht. Aber wenn man jetzt sagt, wir öffnen einen Holzverarbeitungsfonds irgendwoher und mit dem die Investitionen in der Schweiz tätigen, dann haben wir Arbeitsplätze geschafft, wir haben die Ökologie unterstützt und wir haben ganzen Haufen andere Thematiken, wie zum Beispiel Transportwahnsinn, reduziert. Und den Ball gebe ich gerne an die oberste Leitung des Kantons und die Pensionskassengelder verwalten. Denken mal über so etwas nach. Wir sind bereit. Wir haben übrigens bereits ein Gefäß auf Gründen, wo wir solche Sachen könnten andenken. Das wäre sicher auch eine nachhaltige Investition. Da sind wir ja jetzt auch immer mehr im Finanzwesen auf der Suche nach nachhaltigen Investitionen. Die Rendite muss dann auch stimmen, natürlich, sonst geht es in unsere Pensionskasse, also unsere eigenen Pensionskasse ankragen. Aber ich nehme an, das wäre alles irgendwo machbar. Jetzt wäre eigentlich Zeit, um Fragen zu beantworten aus dem Chat. Ich sehe aber keine einzige Frage. Ist das richtig? Funktioniert der Chat überhaupt? Ja, der funktioniert. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier vor dem Bildschirm, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die bis so gut jetzt stellen. Wir haben die drei Experten hier, die Sie können beantworten können. Es sind schon vier Fragen eingegangen. Und eine Frage ist zum Teil schon beantwortet worden. Hier möchte jemand wissen, wie genau war die Lieferkette vom Basler Wald? Über den GU, über den Holzbauer bis zum Bauherrn. Wer hat wo das Holz eingekauft? Und welche Herausforderungen gab es? Wer kann die Frage von der Lieferkette beantworten? Sven? Vielleicht kannst du das noch ergänzen. Also es wurde schon in der Ausschreibung verlangt erstmal, dass der Bauherr das Holz zur Verfügung stellt und dass es aus dem Basler Wald abgeholt werden muss und dann weiterverarbeitet wird. Das war in der Ausschreibung ganz klar. Und dann ist die Lieferkette auch schon wie vorgeschrieben gewesen. Also hier war das die Firma Hering, die das Holz im Endeffekt abgeholt hat und dort direkt weiterverarbeitet hat. Und natürlich waren hier die Schwierigkeiten, da waren wir dann nicht involviert, aber wann wird das Holz genau geholt, wann wird es beauftragt und wann wird es just in time zur Verfügung gestellt und dann eben auch für Trocknung und so weiter bereitgestellt. Die Lieferkette war nach meinem Wissen total unproblematisch.
Man war überall rechtzeitig und das Gebäude wurde auch genau zum richtigen Zeitpunkt im Erdgeschoss gestartet. Also von der Lieferkette habe ich wenig gehört im Endeffekt. Normalerweise hätte ich es mitbekommen, ja. Wisst ihr, wo das knapp geworden ist? Ist das bei der Firma, also in einer Firma im Oberbaselbiet ist es geschnitten worden. Das war eigentlich die nächste mögliche Sägerei, die das hätte verarbeiten können. Und verleimt ist es dann worden in Burgdorf. Also es hat dann schon noch über Kantonsgrenzen ausmüssen, aber grundsätzlich ist es wirklich Holz der kurzen Wege gewesen, oder? Ja. Christoph, hast du noch ganz? Wie der Architekt eigentlich schon erwähnt hat, haben wir versucht, schon beim Konstruieren eigentlich Materialien zu verwenden, die eben auch mit regionalem Holz baubar sind. Darum hat es da auch nicht irgendwie tropische Hölzer drin, die vielleicht bessere Materialeigenschaften hätten. Nein, sondern wirklich eigentlich die Fichten, Tannen und eben auch die Buchen, die hier kommen und wo man weiss, das sind handelsübliche Produkte, die man auch kann verwenden, wie schlussendlich geht es auch hier natürlich um eine preiseffiziente Konstruktionsweise, die in dieser Region eigentlich sehr gut funktioniert hat. Tipptopp, dann ist die Kreislaufwirtschaft ist noch angesprochen worden. Da haben wir ein bisschen etwas geredet, was machen wir mit dem Holz nachher. Aber es war auch die Frage, wie kann man das Gebäude nachher wiederverwerten? Gibt es irgendein Cradle-to-Cradle-Label? Das haben wir nicht, soviel ich weiß, aber trotzdem ist natürlich mit diesen verschiedenen, sehr klar abtrennten Materialien, wäre es wahrscheinlich relativ einfach, wieder eine Trennung gar nicht zu bekommen am Schluss vom Lebenszyklus. Also ich denke auch, also es ist ja, man kann es ja so ein bisschen verstehen wie so ein uraltes Fachwerkhaus, wo man im Endeffekt das Fachwerk erstellt. Hier sind Stahlaussteifungen, die Aussteifung des Hauses machen. In einem Fachwerkhaus sind es die Balken und dann wird das ausgefüllt dazwischen und das ist hier genauso. Also hier ist es zum Teil mit Gipskarton ausgefüllt, zum Teil natürlich aus Brandschutzgründen mit noch anderen Materialien. Aber das kann man ganz einfach zurückbauen und dann bleibt im Endeffekt nur Holzverbund obendrauf. Aber so wie ich das gesehen habe, ist es auch nicht total überbewehrt, sondern einfach, weil wir auch hier mit kleinen Spannweiten von knapp 5,40 Meter auskommen, liegen oben drin noch ein paar Eisen und ich denke, man kriegt das relativ schnell auseinander. Und gerade wenn sich dann die untere Lage mal abgehoben hat, dann kann man es eigentlich so zurückbauen, wie man es aufgebaut hat. Und dann kann man natürlich, wenn man dann so Elemente wieder raustrennt, kann man sie natürlich sehr gut auch weiterverwenden. Frage, wie viel Holz wurde im Mauerneubau verbaut und wie viel CO2 ist in diesem Holz innen gespeichert, das wissen wir glaube ich noch nicht, aber das können wir gerne berechnen. Das finde ich sehr gut, eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob das jemand kann beantworten kann. Ich möchte hier aber auch noch kurz in diesem Zusammenhang auf unseren Blog hinweisen. Es gibt nachher noch den Link, der dann noch gezeigt wird, aber es wäre neubau-aue-bs.ch. Und dort finden Sie noch viel mehr Informationen, unter anderem auch, wie viel Holz das verbaut worden ist. Die nächste Frage ist, gibt es einen Abschluss- und Erfahrungsbericht über die HBV-Buchendecke im Aue-Gebäude? Da lässt jemand zu, der mehr Fachkenntnis hat. Nein, abschliessend nicht. Es ist so, dass wir vielleicht für alle anderen Zuschauer einmal eine Variante geprüft haben, wo noch der Buchenholzanteil an dem Gebäude auch noch in den Decken eigentlich angewendet worden wäre. Und das haben wir aber leider dann müssen verwerfen. Der Hauptgrund ist eigentlich gewesen, dass die Decke nicht nur eine statische Funktion hat, sondern auch noch muss klimatisch funktionieren. Darum hat es einen Teil massive Betonbretter eingebaut und was man auch nicht vergessen darf, es ist eine Büroräumlichkeit, die auch entsprechende hohe Schallschutzanforderungen hat und das hat eigentlich dazu geführt, dass man dann eigentlich die Variante verworfen hat. Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Ja. Wir stehen ja hier, also die Zuschauer sehen die Streifen an der Decke, können sich vielleicht gar nicht genau vorstellen, was das eigentlich genau ist. Also wir haben die Primärstruktur mit den Fichtestützen und den Unterzügen.
Da drin sind Betonfertigelemente in der Breite und knapp 6 cm Höhe eingelegt, immer in Wechsel mit Holzplatten und obendrauf ist dann der Beton gegossen. Und zwischen diese Holzplatten kommen am Ende Akustikelemente, weil man ungefähr Faustregel 50% von so einer Decke auch mit Akustik belegen muss, damit es einigermaßen funktioniert. Vielleicht gibt es da noch die ein oder anderen Zusätze, also an den Wänden gibt es auch nochmal Akustik, aber vor allem ist das hier im Wechsel. Und die Betonelemente sind natürlich für die Nachtauskühlung da, um dann auch an die obere Decke angebunden zu sein. Und die Decke dazwischen macht der Filz. Und mit der HPV-Buchendecke, das haben wir geprüft, gab es, kann ich ganz offen sagen, die meisten Zweifel jetzt genau in diesem Projekt mit der Akustik. Weil das kam sehr spät ins Projekt hinein, wo man dann doch einen sehr großen Change hätte machen müssen. Und ich sag mal, beim nächsten Projekt könnte man das mal ausprobieren, ob es passt. Aber vor allem, wenn man dann auf in dem Fall war das so eine Buchenstruktur gewesen, hat man die akustischen Eigenschaften erstmal schlechter eingeschätzt als das, was man jetzt hier hatte. Und das ist natürlich für den Ausbau, wenn man eigentlich mit dem Rohbau schon soweit ist mit dem Ausbau und dann nicht noch Akustik unter die Decke hängen möchte, weil das auch dem Konzept widerspricht, war das dann eher kontraproduktiv. Aber wir haben es ausgiebig untersucht. Thema Akustik ist natürlich auch gefragt worden, wie ist das gelöst worden? Da haben Sie die Antwort jetzt auch gehört. Wir werden natürlich jetzt auch noch mit den Möbeln verschiedene Akustikelemente einbauen, zwischen den Puls etc. Also das wird noch einiges dann wahrscheinlich passieren. Aber auch gerade im Zusammenhang mit der Decke oder mit dem Holz und den anderen Materialien, wie die verbunden sind und wie kann es sich ausdehnen und wieder zusammenziehen, Klammer Feuchtigkeit, Wärme, ist das... Die heutigen Lösungen, Hybridkonstruktionen, so wie es eigentlich da vorhanden ist, sind formstabil und das Klima in diesen Räumen ist mehr oder weniger immer ähnlich. Und dadurch wird es eigentlich auch nicht groß Verzug oder Änderungen geben, sondern das wird so formstabil eigentlich sich verhalten. Okay. Dann nochmal eine Frage an die Holzindustrie. Derzeit gibt es jedes Jahr sehr viele Trockenschäden aufgrund des Klimawandels. Gibt das nicht ein Problem für die Holzproduktion? Das ist ja auch gerade Buchen zum Beispiel, wo jetzt überall verdurstet und eigentlich kaputt geht. Also das ist, der Klimawandel ist eine von der, ist die grösste Herausforderung, die auch die Waldwirtschaft oder die Waldbesitzer vor sich haben. Und zwar sieht man das, beim Nadelholz weiss man es, in den unteren Lagen jedes Jahr 5% weniger Vorrat, weil es der Borkenkäfer das Holz nimmt. Beim Buchen war aktuell der harte Wald, wo man gesehen hat, was passiert, wenn durchlässige Böden das Wasser nicht zurückhalten und die Bäume unterversorgt sind mit Wasser. Die sterben ab. Auf gewissen trockenen Böden im Jura, wo die Buchen schon von Anfang an immer resistent waren, die haben weniger Probleme. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, der Wald wird sich in Zukunft sehr stark diversifizieren in den Baumarten. Und es wird schwierig sein für die Holzindustrie, die Baumart, wie es jetzt Fichten ist zum Beispiel, zu finden. Das wird noch ein paar Jahrzehnte gehen, bis man das so weit hat. Das heisst, es könnte tatsächlich sein, dass es schwieriger wird, nachhaltig, nachwachsend, genügend Holzmenge anzubekommen. Ich sehe es im Moment noch nicht schwierig, aber ich weiß nicht, was in 10 oder in 15 Jahren ist, wenn man sieht, was in den letzten wenigen Jahrzehnten passiert ist. Also da kann niemand eine Garantie abgeben. Und insofern, im Moment ist es so, dass wir Holz genügend haben, weil eben es wird ein gewisses Überangebot geben an Käferfichten. Aber in den Bergen, wo wir jetzt noch gar kein Holz nutzen, praktisch aus Preisgründen, dort wird in Zukunft vermehrt auch den Wald pflegen müssen, auch aufgrund von der Sicherheitswälder. Und dort muss man das Holz dann schlussendlich auch wieder nutzen. Also in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, denke ich, ist die Holzversorgung nicht gefördert. Aber es könnte tatsächlich sein, dass man aufgrund von diesem Wandel, dass also es zu wenig Zeit bleibt, bis die neuen Baumarten da sind und schon Holz produzieren, das man nutzen kann, und die anderen schon abgehen. Oder? Und das ist tatsächlich eine grosse Herausforderung. Noch etwas zu den Buchen. Buchen wird sicher in den guten Standorten weiterhin Bestand haben. Da gibt's Modellrechnungen vom WSL zum Beispiel, vom Institut für Waldschnee und Lawinen, wo das forscht.
Aber dennoch, die ganzen Baumarten werden sich in 20 oder in 50 Jahren ganz anders zusammensetzen. Noch eine Frage. Auch in der Holzindustrie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die verarbeiteten Holzbetriebe so zurückgegangen sind in der Schweiz? Sind das rein monetäre Gründe oder was ist da? Also in erster Linie sind es ganz sicher marktwirtschaftliche Gründe, dass ich gerade jetzt vor allem im Laubholz extrem, dort ist es halbiert in den letzten 20 Jahren. Beim Nadelholz hat es sich auch reduziert um etwa 30% die ganze Verarbeitung. Das hat sicher mit monetären Gründen zu tun, weil die Investitionen im Ausland sind so gross gewesen und so zukunftsorientiert und in der Schweiz hat man nur punktuell mit wenigen Werken, die sich wirklich dort wo investiert haben und die anderen haben das vernachlässigt und dann hat es Generationenübergang gegeben und hat gesagt, ja, das rendiert ja nicht mehr, wenn man Bücher anschaut, jetzt hören wir einfach auf. Weil die Preisdelta zwischen der Importware und der Schweizer Ware ist, wenn man auf Kostenbasis geschaut hat, ist irgendwie Faktor 30% höher gewesen, oder? Kosten. Und dann hat man noch versucht, das ein bisschen anzugleichen und hat es vielleicht auf 20% reduziert und das hat dem einen oder anderen natürlich die Basis genommen, zum weiterinvestieren. Und darum sage ich, es braucht jetzt einen Wandel. Aktuell ist das Importware teurer als Schweizer. Also die Schweizer haben jetzt einen Vorteil quasi, weil ihr Rohstoff ist nicht so gestiegen. Und wenn das jetzt würde beibehalten werden, dass die effektiven Kosten auch eingepreist werden, könnte die Schweizer Holzindustrie mit guten Investitionen, mit intelligenten Investitionen wieder marktfähig werden. Aber es ist schwierig, die Kurve, die jetzt gerade beim Laubholz so nach oben zeigt, die wieder nach oben zu reissen. Also da braucht es wirklich ein Engagement auf ganz grosser Basis. Ja. Es müssen nicht Megawerke sein, aber es braucht verschiedene Investitionen. Dann eine Frage wahrscheinlich wieder an den Architekt im Zusammenhang mit Minergia ECO. Holzbau mit Minergia ECO Standard, ist das Pioniergebiet oder bereits Standard? Und was ist besonders zu beachten? Also, da erwischt man mich auf so einem. Nicht falsch, nein, ich bin da so hin und her gerissen. Ich glaube, dass man die ökologische Betrachtung von der Ganzheitlichkeit, das ist total wichtig. Ich glaube, wir als Jessen-Vollenweide haben damit nicht so ein Problem, ökologische Baustoffe zu verwenden, natürliche Baustoffe. Und wenn man das tut, ist man halt schon am Ziel. Allerdings ist, sage ich mal, alles, was bei dem Eco-Teil, ich gehe jetzt kurz auf den Eco-Teil ein, die ganze Begleitung der Umsetzung angeht, also auf der Baustelle, dass ja kein Produkt reinkommt, kein Füllmaterial, was nicht ekotauglich ist. Zum Teil gibt es das ein oder andere Zertifikat auch gar nicht. Es wird dran geschrieben, ekotauglich, aber wenn man danach fragt, bekommt man gar kein Zertifikat dafür. Und einige Unternehmer verbauen auch einfach was und sind noch gar nicht auf der Welt der Zertifikate angekommen. Und das ist einfach, muss ich sagen, ein riesiger Aufwand, aber sage ich mal, die das kennen, die Eco-Devis, also die Ausschreibehilfe, um ökologisch oder nach Eco auszubauen, ist schon, sage ich, fast die halbe Miete, zumindest für die Planung. Und deswegen ist es für mich schon ein Standard. Aber bei der Umsetzung auf der Baustelle geht da die Schere relativ schnell auseinander, wenn man nicht jemanden hat, der wirklich auf alles schaut, alle Produkte einsammelt und eben auch rechtzeitig ist. Und nicht erst, wenn irgendwelches Füllmaterial schon irgendwo drin ist und man es rein theoretisch wieder rausreißen muss. Und dann die Frage ist, ist es verhältnismäßig? Und dann diskutiert man mit der Minergiestelle, ob es eben verhältnismäßig ist, wieder rauszunehmen oder wie groß ist das Risiko, dass doch irgendeine Ausdünstung da ist. Und das ist so ein Umdenken, was noch nicht auf der Baustelle komplett da ist. Und ich denke, dass Minergie A, da ist ja die Hauptschwierigkeit, dass ich meine Eigenstromversorgung also ich brauche PV, um das zu machen. Und bei der Ausschreibung damals war hier Minergie P gefordert. Wir haben gesagt, wir versuchen das Minergie A. Das ist das, ich meine, das ist sogar das erste Gebäude mit der Nummer A, nicht das erste, was fertig wird, aber zumindest mit der ersten Registrationsnummer. Und da haben wir natürlich auf die PV-Anlage auf der Fassade gesetzt, weil der Fußabdruck ist relativ klein. Wir stehen hier praktisch in einem kleinen Turm in der Innenstadt. Und das ist natürlich die zweite Herausforderung, das dann umzusetzen. Aber solange man mit PV genug Flächen hat
und natürlich auch da architektonisch mit umgehen kann und will, ist, glaube ich, mit Energie A auch machbar. So, aber die Faktoren müssen dann auch stimmen für das Projekt und auch der Bauherr, der das unterstützt. Ja. Tipptopp, merci vielmals für die Antwort. Jetzt ein Ingenieur, Bauingenieur, könnten Holzwürmer ein Problem werden? Welche Mittel wurden zur Vorbehandlung des Holzes verwendet? Kein. Also das kannst du besser den Ingenieur beantworten, der Stefan wirklich. Nein, das ist, es ist unbehandelt eigentlich eingebracht worden. Es hat einen temporären Anstrich darauf, dass es während der Bauzeit eigentlich geschützt ist. Und von dem her gesehen, wirklich unbehandelt, kann man so sagen. Was jetzt aber dann noch im Nachhinein gemacht wird, das sieht man jetzt da sehr schön, ist eigentlich noch dann noch leicht weiß lasiert, dass es einfach noch ein bisschen einen anderen Farbton bekommt. Aber sonst ist es eigentlich unbehandelt. Also ich war sehr beeindruckt eigentlich, weil wir ja auch in der Art, also in der kompakten Art, das Holzbau dann zum ersten Mal gemacht haben, und auch in Verbindung mit dem Hybrid, wie am Anfang das grobe, das Holz, so wie es aus dem Werk kommt, wirklich 4 Wochen im Regen steht und das auch noch vor circa einem Jahr, wo es sehr viel geregnet hat und die Stützen sehr feucht geworden sind und wie man das jetzt im Nachhinein eigentlich dann doch wegbekommen hat. Also am Anfang dachten wir, das Erdgeschoss, das kriegen wir nicht mehr sauber, aber ich muss sagen, das hat man dann sehr gut, einfach mit Schleifen und Lasieren hat man das wieder so hinbekommen, als wäre es nie feucht gewesen. Also das Holz erträgt sehr viel, wenn es die Chance bekommt, wieder auch wegzutrocknen. Und ich glaube auch der Holzwurm ist, wenn man genug Party feiert, einen dicken Bass hier hat, dann ist das nicht so das Problem. Ist die Erdbebensicherheit bei einem Hybridgebäude gleich hoch wie bei herkömmlichen Betonbauten? Ja, das ist so. Das ist eigentlich eine von der heute Kernaufgabe von jedem Ingenieur. Eigentlich das Erdbeben ist eine Bemessungsmethode wie andere Lastfälle auch. Und das ist da auch entsprechend der heutigen Normen eigentlich gelöst worden. Und so, dass man es eigentlich nie nicht sieht. Gut. Frage an Herr Vöckli. Wie groß ist die Vorlaufzeit für Fagus zwischen Planung und Lieferung von Bauholz aus eigenem Wald? Wird das Holz trocken verarbeitet? Jawohl, Frage 1. Die Vorlaufzeit generell mit Holz, mit dem eigenen Holz bauen, beträgt etwa 2 Jahre. Das heisst, wenn man das Holz wirklich nicht will, für gewaltigen, wenn man es so sagen will, indem man es schnell trocknet und natürlich trockene probiert, den Prozess zu gehen, dann brauchen wir 2 Jahre ab, bis man von da verbauen mit dem Holz. Also das heisst, wenn der Planer von seine Zeichnungen machen und erste Pläne produzieren, ist es schon ein bisschen zu spät. Also im Prinzip muss man einen Vorlauf haben, sagen, das Gebäude, ist das Konzept ist gestartet, der Wettbewerb ist gemacht, das braucht ungefähr so viel Holz, das braucht ungefähr die Baumaterialien, dann kann man das so planen und dann läuft das eigentlich Schritt auf Schritt. Aber nicht erst dann, wenn der Holzbau ausgeschrieben wird, sagen, jetzt, wir möchten dann gerne eigenes Holz. Also das muss der Bauherr wirklich frühzeitig machen. Und dann noch die zweite Frage war, wird das Holz trocken verarbeitet? Genau, das Holz wird trocken verarbeitet und wir probiert eben, wie gesagt, mit dem Vorlauf, dass man das Holz natürlich trocknet und erst ganz am Schluss, damit es auf die Trocknung kommt, die es in der Baustelle hat, den Rest technisch macht mit Fremdenergie. Meistens ist das Holz oder zu 100% Holzenergie, wo man die Feuchte noch rausnimmt, damit das Holz so verbaut wird, dass es erstens keinen Schaden nimmt, feuchtigkeitsmäßig, dass es keinen Käfer bekommt. Eben, das ist ja auch ein Thema. Wie sagt man so schön? Kondensat, das tut natürlich entsprechend Pilz anziehen und so weiter. Also wenn man das so macht, dann passiert nichts. Und eben Verarbeitung getrocknet, ja. Eine Frage zur Nachtauskühlung, auch bei Tropennacht. Ist das überhaupt möglich, erträgliche Temperaturen in diesem Gebäude zu haben? Also da können wir uns dann in 2 Jahren mal unterhalten. Mhm. Nee, das ist garantiert eine Herausforderung und darüber haben wir auch in den Projektphasen darüber diskutiert.
mit den Simulationen und Berechnungen, wie viele Stunden es über den Grenzwerten sein kann. Nach SCA hat man diese 100 Stunden. Und da sind wir drunter nach Berechnung. Aber natürlich, wenn man letztes Jahr sieht, dass da mal 2-3 Wochen vielleicht über 35 Grad ist, dann muss man sich vielleicht was überlegen, aber dann wird man vielleicht auch die Bürozeit ein Stück weit anpassen. Mittlerweile kann man das Homeoffice, man kann die warme Zeit, also es gibt andere Möglichkeiten, wie man da jetzt drauf reagieren kann. Und das Commitment hat der Bauherr eigentlich von Anfang an auch mitgetragen und sagt, nee, wir wollen hier wirklich ein Vorzeigeprojekt sein. Wir sind keine Bank, Schlipsträger, die immer mit Anzug kommen. Und das eine Vollklimatisierung, die man ja dafür dann bräuchte, um das abzufedern, die wollen wir nicht und brauchen wir auch nicht. Dankeschön. Dann noch ein Auftrag von der Energiezertifizierungsstelle bei der Basel. Nach dem IBS-Gebäude an der Ascherstraße ist das Aue das zweite Minergie-A-Eco-Gebäude in Basel mit der Nummer BS002-A-Eco. Gut, dann hat es noch Fragen, die den Kanton betreffen. Hat der Kanton Basel eine detaillierte Holzbaustrategie als Teil der Klimastrategie, zum Beispiel Holzbauquote für eigene Gebäude? Das haben wir jetzt noch nicht, oder ich müsste mal beim Baudepartement nachfragen. Aber soviel ich weiß, haben wir das noch nicht. Aber das Gebäude hier ist sicher auch ein Beispiel, das dann wahrscheinlich oder hoffentlich auch weitere Gebäude vom Kanton beeinflussen wird. Und weiter oben hat es auch noch eine Frage, die den Kanton betrifft. Inwiefern können Erfahrungen und Erkenntnisse des Aue-Neubaus auf weitere öffentliche und private Gebäude übertragen werden? Also das ist sicher ein Teil auch von dem ganzen Projekt, dass wir das richtig zusammenstellen. Wir werden auch immer wieder Feierungen machen, auch Veranstaltungen vielleicht, wie in diesem Rahmen jetzt, zu dem Gebäude. Und dass wir das Know-how und die Erfahrungen, die wir da innen gesammelt haben, eben auch können auf weitere Gebäude übertragen. Oder willst du da noch etwas aus Seite der Architektur oder Generalplaner sagen? Das ist auch also, euch ein Anliegen, dass das ja, Know-how weitergeht. Ja, was ich sehr interessant finde, ist ja, dass das AOE und die FHNW zusammen einen digitalen Zwilling weiterführen und die Erkenntnisse, die man natürlich aus den Simulationen hat und den Berechnungen dann versucht, sozusagen in die nächste Phase auch des Betriebs also ein Augenmerk darauf zu legen, dass es so ein bisschen Proof of Concept, funktioniert das mit der PV, funktioniert das mit dem Verbrauch, das ist nicht übermäßig technisiert, aber da, wo man konnte, gibt es einige Sensoren, die dann bestimmte Daten liefern und wo man dann auch vielleicht mit dem einen oder anderen Studentenprojekt da auch noch Erkenntnisse rausziehen kann. Und dann vielleicht in 1-2 Jahren mal hört, ja, funktioniert das, was man angenommen hat, um natürlich dann auch für andere Bauen überhaupt Standards festzulegen. Und da bin ich gespannt auf die eine oder andere Auswertung. Gut, ich glaube, Annette, wir haben die Frage soweit beantwortet. Hast du noch einen? Ja. Also was ist der Unterschied zwischen konventionellem Beton und Hybridgebäude punkto Erdbebensicherheit? Ganz kurz beantworten kann, ja. Das ist schon, das haben wir gehabt. Ja, das ist gut. Dennoch würde ich gerne zur Schlussrunde, jetzt ist gerade noch eine Frage reingekommen. In Basel gibt es ja nicht viele Neubauten. Kann Holz auch sinnvoll bei energetischen Sanierungen eingesetzt werden? Das finde ich eine sehr spannende Frage. Wer möchte hier Antwort geben? Also, ich als Architekt habe mit Sicherheit, Holz ist jetzt, ist auch beim Umbau oder bei Sanierung flexibel. Und wir als Architekten schauen natürlich auch immer Gesamtlösungen an. Also wo muss ich leicht bauen? Ist es ein Aufbau? Aber auch ist es, kann man mit Holz einen guten einen Ausbau machen? Das ist also ein Innenausbau. Das ist, glaube ich, also projektabhängig. Aber mit Sicherheit kann man auch bei Renovierungen, auch in massiven Gebäuden mit Holz antworten, wenn es konzeptionell so dazu passt. Möchtest du etwas ergänzen? Ja. Also ich denke, der Vorteil vom Holz ist eben das Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Also wir tun mit einem sehr geringen Gewicht hohe Leistungen erfüllen, vor allem auf statischen Bereich. Und wenn man im städtischen Bereich denkt, Aufstockung ist sicher ein Thema. Das heisst, dass wir auf der gleichen Fläche mehr Wohnraum oder mehr Büroraum erstellen können. Und dort ist Holz
ich würde es jetzt mal so sagen, als Werbefenster die Lösung. Ein kleiner Ansatz, also wenn man von Umbauten redet, was auch immer das Thema ist, ja dann Ertüchtigung im Brandschutz zum Beispiel. Und es gibt jetzt auch immer mehr Aufgaben, wo wir eigentlich massiv Baukonstruktionen, wenn man es mit Holz verkleidet, brandschutztechnisch ertüchtigen. Das ist eigentlich ein bisschen schizophren, etwas Brennbares brauchen wir, dass aber der Brandschutz besser ist. Wäre noch eine Idee, ein Input. Ein spannender Gedanke, ja. Yeah. Tipptopp. Ich möchte jetzt so Schlussrunde ansetzen und ein bisschen in Zukunft schauen. Wie seht ihr als Experte die Zukunft für den Baustoff Holz? Wer möchte anfangen? Bauingenieur? Ich kann es nur sagen, aus Erfahrung von meiner Berufstätigkeit, dass die Nachfrage extrem steigt und Faszination mit dem Material, irgendetwas zu gestalten, die wird ungebrochen sein. Jetzt auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, wo stattfindet und wo einfach thematisiert ist, ist einfach das Material eines von denen, wo ich finde, ist das Richtige. Und also das wird ungebrochen weitergehen, so, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Das freut natürlich die Holzwirtschaft. Selbstverständlich, ja, genau. Ich denke, im Moment kämpfen wir ein bisschen mit den Marktverwerfungen, wo ich es wirklich gerade auf dem falschen Fuß verwünsche in der Holzbranche. Weil der Holzboom, der macht ja Sinn, der macht ökologisch Sinn, der macht klimamäßig Sinn. Der wird jetzt bremst, ziemlich stark bremst, eben vor allem auch in den Köpfen bremst. Weil wir jetzt gerade so eine Phase haben, wo effektiv aufgrund von, eben nicht mangels Holz, sondern aufgrund von falschen Marktanreizen, der Holzwerkstoff in der Schweiz, gerade jetzt nicht nur in der Schweiz, in ganz Europa, verknappen. Und wir müssen schauen, dass der Architekt oder der Bauherr wieder das Vertrauen hat, dass das in Zukunft das Holz richtige ist. Und wir müssen ihm aufzeigen, dass vielleicht möglicherweise ein bisschen länger muss auf etwas warten. Wir sind heute einfach in der Phase, wo man einfach zu jeder Zeit alles immer haben kann, dass man halt manchmal ein bisschen länger muss warten auf ein grosses Projekt und sagen, okay, wenn es jetzt Holz ist, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Weil der Beton, die Maschinen laufen, aber dass der Rohstoff irgendwo ausgeht, dass der Sand knapp wird und so weiter, das ist uns irgendwie gar noch in den Köpfen. Aber dass jetzt im Moment im Holz bis ein gewisser Engpass herrscht, der ist sofort da medial auch. Und da müssen wir jetzt aufpassen, das ist an der Kommunikation von uns in der Holzindustrie, aber auch von Architekten und Ingenieuren, das mitzunehmen und zu sagen, Holz hat tatsächlich Zukunft, das ist das Material. Wie sieht es der Architekt? Also ich sehe es ähnlich. Also im Moment ist der Erfolg wahrscheinlich nicht mehr zu brechen. Also man sieht das vor allem auch natürlich an Wettbewerben, die zurzeit gewonnen werden oder vor allem bei öffentlichen Projekten, wo ein Holzbauprojekt mit in den ersten Reihen steht, vielleicht nicht dann umgesetzt wird, aber zumindest ganz vorne dabei ist und wenn nicht sogar gewinnt. Also das ist kein Erfolgskonzept, aber es gehört ein Stück weit dazu, erst recht, wenn man natürlich Nachhaltigkeitsfragen mit beantworten möchte mit seinem Beitrag. Da geht das praktisch nicht mehr ohne. Ja. Ein großes Anliegen vom Amt für Umwelt und Energie, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und von dem her sind wir froh, können wir hier mit dem Neubau auch Zeichen setzen für die Zukunft, die eben klimafreundlicher sind und wo generell einfach ökologischer und schadstofffreier gebaut werden kann. Gut, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all meinen Mitrednern und bei den Experten und würde das gerne mit einem kleinen Geschenkchen ein kleines Geschenkgedankchen sagen, auch das regional aus der Region. Der Honig kommt, glaube ich, sogar aus Basel-Stadt selber. Also es hat verschiedene Sachen zum Essen hier dabei. Aus der Region kommen. Herzlichen Dank für euer Engagement hier. Ich möchte mich natürlich auch bedanken bei meinem Team, das das Ganze organisiert hat und möglich gemacht hat, vor allem bei der Annette Graupe, aber natürlich auch beim Patrick Kunz, der uns hier mit seinem Team unterstützt in der Technik, mit den Haufen Kameras und Licht- und Livestream-Möglichkeiten, die hoffentlich alle wunderbar geklappt haben. Ich denke schon, was ich bis jetzt mitbekommen habe.
Und natürlich auch Ihnen daheim ganz herzlichen Dank fürs Interesse, fürs Zuschauen und für die vielen Fragen, die reingekommen sind. Und ich freue mich, Sie dann hoffentlich das nächste Mal dann wieder einmal live zu sehen. Merci vielmals und bis bald.